Hallo und herzlich willkommen hier bei mir beim Opa Gamer mit einer weiteren Folge Bausimulator. Es geht weiter. Wir wollten mit Harpe sprechen. Wir haben ja jetzt hier schon einen schönen Auftrag weggemacht. 83% Bauabschnitt und Transport. Jetzt müssen wir noch mit ihm reden, was wir jetzt auch tun werden. Hallo Harpe. Defekte Gasleitungen können extrem gefährlich werden. Aber zum Glück konnten wir hier schnell helfen. Wir wurden zu einem weiteren Problem gerufen, unten am Bahndamm. Okay. Dort wurde ein Teil der Gleise unterspült. Unsere Unterstützung ist gefragt, damit es später im Berufsverkehr nicht zu Problemen kommt. Okay. Ist nicht weit von hier. Wir sehen uns dann gleich dort. Machen wir. Das heißt, zack, Auftrag neben der Spur. Fahre zum Bahnübergang mit dem So, hier brauchen wir jetzt erstmal keine Lampen. Gut, dann fahren wir da mal runter. Wo kann ich denn jetzt das Auto reparieren? Auch bei der Tankstelle? Muss ich noch wissen. Wird sich noch irgendwann zeigen. Ach, guck. Also der Sturm hat hier ein ganz schönes Chaos angerichtet. Bevor wir richtig arbeiten können, muss die Baustelle freigeräumt werden. Brauchst du kein schweres Gerät. Räume den Bereich frei und ja. Wir machen aber dann hier jetzt dann die Blinklichter an, damit die Leute sehen, hier ist was. Gut, aufräumen heißt, wir sollen da irgendwas aufräumen. Okay. Ach so. Ach, der macht dann. Ach ja, der macht eine Interaktion. So. War das schon? Na gut. So, was ist hier zu tun? Sprich mit Harpe. Natürlich. Machen wir doch. Na du. Gut, jetzt fahr zum Kieswerk und besorge uns eine Ladung Kies. Das sollte genügen, um die Gleise wieder zu verfüllen. Ach, ich habe gesehen, dass der Tank fast leer ist. Mhm. Auf dem Weg liegt eine Tankstelle, die offen haben sollte. Mach ihn dort voll. Und jetzt ab mit dir. Es ist höchste Eisenbahn, dass wir hier zu Potte kommen. Oh, der nervt. Mach keinen Stress. So. Also. Dann lauf mal ein bisschen. Da kann ich ja mal gleich gucken. Baumaschine auftanken. Heißt, ich muss zuerst an die Tankstelle fahren. Oder hinterher. Und reparieren. Kann ich aber jetzt keinen Punkt setzen. Muss ich das auf dem Rückweg machen dann, oder? Baumaschine auftanken, das ist das Erste. Aber das ist ja lustig. Dann drehen wir jetzt um und fahren zur Tanke. Umdrehen, einmal rechts, nochmal rechts, geradeaus und dann links. Gott. Gut, ich kann da unten rum. Kann da unten rumfahren. Ich fahre da unten. Jetzt ist die Frage, schickt er mich jetzt zur Tanke? Warte, warte, das muss ich jetzt wissen. Kieswerk hat er gesagt.
Das ist der Bauhof. Das ist der Baustoffhandel. Da ist das Kieswerk. Okay. Kieswerk, Steinbruch. Dann ist das hier mit Sicherheit die Tankstelle. Gut, da fahren wir doch mal nach, weil das macht ja sonst keinen Sinn. Wow, Lenkung, muss man ein bisschen aufpassen, ja. Ich will ja lieber zu der anderen Tankstelle fahren, da weiß ich, wo sie ist, wenn das hier jetzt keine ist. Das wäre aber irgendwie nicht so ganz her. Stoppstraße vergessen. Es gibt keine Strafe bei roten Ampeln. Einigen wir uns darauf, wenn es keine Straße bei roten Ampeln gibt, dann halte ich nur an, wenn Autos kommen, weil das ist zwar nicht realistisch, aber ich will es ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Es reicht schon, wenn ich alles fahre hier. Also hier ist die Tanke, ja, habe ich mir gedacht. Tankstelle entdeckt. So, und wie repariere ich? Das heißt, ich kann auch reparieren. Gut, werde mir auch noch irgendwann zeigen. Aber ich hätte gedacht, 1043 Meter, das ist ja noch eine richtige Ecke. Wird sich noch zeigen. Ist er jetzt noch nicht so kaputt. Gut, fahren wir mal zum Kieswerk. Der hat eine Beatbox drin, ne? Ich fahre schon etwas zügig, ne? Aber ich habe Baustelle, ich kann es nicht ändern. Der HP hat gesagt, ich muss mich beeilen. Es gibt einen Blinker, ich weiß es. Aber wie ich den mit dem Controller jetzt einschalte, weiß ich nicht. So, also mir gefällt das hier schon mal sehr gut. Ist ein bisschen Fahren dabei. Ja. Guck dir mal das Auto an. Und der klunscht hier wie ein... Ja, klar. Jetzt kann er, ne? Blöd, Mann. Ich war auf der Überholspur. Du bist mir reingefahren. Also. Hat aber keinen Schaden gemacht, ne? Auch kein Geld gekostet. Es kann aber sein, weil es Tutorial ist. So, hier sind wir wohl im Kieswerk.
Fahre zum Siloturm. Viel Güter hältst du im hinteren Teil des Kieswerks. Warte mal. Verlauf. Schüttgitter hältst du übrigens im Hinterteil des Kieswerks. Orientiere dich einfach an den Schildern und dem Leitsystem auf dem Boden. Ja, okay. Da geht's zur Autobahn, wie es aussieht. Kies. So wird zum Thema Leitsystem, ne? Halte. Ach so. Was habe ich jetzt gemacht? Hallo? Habe ich mich hier selbst zurückgesetzt oder was? Ah. Okay. Dümmlicherweise. Wie komme ich jetzt zum Auto? Habe ich das Auto zurückgesetzt? Nee, ne? Ja, da steht mein Auto. Oh Gott, ich dachte schon. Ich habe mich zurückgesetzt, ne? War aber nicht der Plan. So, halte oder öffne. Ich muss ins Auto. Ich muss ins Auto, sonst macht das hier keinen Sinn. Kostet das Geld? Kann ich das Befüllen unterbrechen? Nee. Ich kann das befüllen, ich muss das füllen und fertig. Keine Ahnung. Also, jetzt geht's weiter. Baumaschine ist voll. Vielen Dank. Ich kann ja schlecht Spanngurt drum machen, ne? So. Nein, 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 nein. Schnellreise ist nicht. Also das versuche ich zu vermeiden. Hab ich jetzt schon Kies verloren, oder? Also das habe ich mir vorgenommen, wenn es geht, fahre ich. Natürlich, wenn ich zwei Maschinen irgendwo hinfahren muss, geht es nicht. Dann muss ich in die Maschine reinspringen. Aber ich fahre die Strecke oder bringe das Gerät mit dem Tieflader oder wie auch immer. Das will ich machen. Zumindest am Anfang. Wie das nachher aussieht, weiß ich nicht. Ach, was ist hier? Ist das entspannt doch schön. Guck mal, ich kann hier schön gemütlich bremsen. Nicht so schnell in die Kurve. So, wunderbar. Guck es dir an. Schön langsam. So, jetzt kann es beschleunigen. Wie schnell läuft der denn? 80 wahrscheinlich, ja? Schaltverhalten ist schon merkwürdig, ne? 90. Okay, der läuft 100.
Oh, der geht noch schneller. So gegen die Sonne hier, das ist so eine Sache, ne? Oh. War schon wieder der mit dem dicken Bass. Das war knapp. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, weil ich gegen die Sonne da geguckt habe. Real Life lässt grüßen, ne? So, den Auftrag sollten wir auch noch schaffen, dass wir mal aus dem Tutorial dann irgendwann rauskommen. Aber das finde ich schon gut gemacht. Das sollte eigentlich so sein. Das ist schon gut so. Dafür das Lenkrad anzuklemmen, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich einfacher zu fahren. Aber das, ich brauche die Tastatur ja irgendwann auch wieder und den Controller. Ich muss das immer an- und abbauen, weil wenn ich Tastatur alleine hier habe. Oh. Sorry. Ampel ist grün. Ja, das, da werde ich jetzt nicht dran halten. Also die roten Ampeln, wenn es nicht im. Wenn es natürlich Strafen gibt im Real Life und dann im Tutorial, wenn das Tutorial vorbei ist, und dann werde ich mich daran auch halten. Aber so, ich versuche natürlich den Verkehr zu beachten. So, hier haben wir Vorfahrt, weißt du das auch? Ja. So. Ja, wir müssen hier außen rum. Aber die Baustellen, die bleiben immer da, ne? Vielleicht werden die irgendwann auch mal zugemacht von uns. Wer weiß das schon so genau? Okay. Kies liefern und entladen. So. Baustellen. So, wo ist immer? Muss ich mal kurz ins Außendings. Rückwärts. Markierter Bereich. Ach, hier. So, und jetzt? Ich vermute mal hier rüber, oder? Okay. Lass den Kies abkippen. Okay, ja, da gucken wir. Ausleger, Anhaken, Bordwände, aufladen. Schickel abladen. Fahrmodus mit R und wie einfach. Fahrmodus. Alles klar. Markierten Bereich räumen. Machen wir. Okay, wie viel Zeit haben wir? Wir haben ja auch Zeit. Ah, das schaffen wir ja. Also, steige in den Baggerlader. Jawohl. Na?
Einsteigen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht was versehen wieder. Gut, gucken wir uns natürlich an. Machen auch noch ein schönes Bild. Hervorragend. So, Gleisbett mit Kies. Ach, das muss ich da reinkippen. Oh, 67%, das geht aber schnell. Schaufelsteuerung muss ich mich gewöhnen. Das ist genau andersrum wie beim LS. Oh, die war wohl nicht voll. Zack. So, markierten Bereich räumen. Machen wir. Oh. Sehr schön. Auftrag verfolgen. Okay, neben der Spur Abschnitt beendet. Fahre zur Harpes Firma. Machen wir doch. Stopp. Ich will das jetzt nicht so machen. Das muss hier. Das muss runter. So, jetzt ist gut. Gut, dann. Fahren wir so zur Firma und dann ist wahrscheinlich die Folge wieder vorbei, ja. Aber natürlich wieder im Innenmodus. Ach, das ist ja richtig gut. Ach, wir sind ja gleich schon hier. Ach, das ist Harpes Firma, okay. Der Bürgersteig parken, das geht ja gar nicht. So, dann reden wir noch einmal mit ihm. Ah, da bist du ja. Also sicher. Ich muss sagen, das war wirklich gute Arbeit. Natürlich. Ich bin beeindruckt, du scheinst mir ein Naturtalent zu sein. Aber sicher doch. Hör mal, ich habe während der Ereignisse letzte Nacht gemerkt, dass ich langsam zu alt fürs Geschäft bin. Ich habe alles erreicht, was ich mir vorgenommen hatte. Und okay. Nachdem du hier gerade eindrucksvoll gezeigt hast, aus was für einem Holz du geschnitzt bist, kam mir der Gedanke, dass du doch meinen Laden übernehmen könntest. Oho. Ich überlasse ihn dir zu einem symbolischen Preis. Gerne helfe ich dir auch am Anfang noch etwas, dich zurechtzufinden. Mhm. Und? Was meinst du? Kommen wir ins Geschäft? Nö, nö. Ach, muss ich das noch machen? Muss ich wohl, ne? Ja, das war ein rascher, aber dennoch verdienter Aufstieg. Mhm. Eben noch hast du in den Tag hineingelebt und plötzlich gehört dir eine ganze Firma.
Das Beste wird sein, wenn du dich in Ruhe mit den verschiedenen Bereichen deiner Firma vertraut machst. Um dein Unternehmen zum Erfolg zu führen, empfehle ich dir, zunächst einen genaueren Blick auf die Ausbaustufen zu werfen und dich an die Erfüllung der dort aufgelisteten Ziele zu machen. Und auch in den Fuhrpark und die Finanzen solltest du mal reinschauen, um dich mit der Verwaltung deiner Baumaschinen okay. und Buchhaltung vertraut zu machen. Aber das Wichtigste wird sein, Aufträge zu bearbeiten. Ja. Nur so verdienst du das nötige Geld, um deine Firma weiter auszubauen und dir neue Fahrzeuge kaufen zu können. Du wirst sehen, alle Bereiche sind eng miteinander verzahnt. Also, gutes Gelingen und einen erfolgreichen Start. Ja, vielen und Dank. Und keine Sorge, ich habe immer ein Auge auf dich. Das freut mich. Vielen Dank. Wow. Wir haben eine Firma. Medicelli KG. Ah, geil. Du bist im Spielerlevel aufgestiegen und hast einen neuen Fertigkeitspunkt erhalten. Wir haben 106.000. Ausbaustufe aus S sind neue Firmenerweiterungen verfügbar. Willst du das Ausbaustufenmenü jetzt öffnen? Warum erledigst du nicht ein paar Aufträge? Hier in der Gegend. Nach dem Unwetter kann das Dorf jede Hilfe gebrauchen und bekommst deinem Ziel ein großes Stück näher. Willst du die Ausbaustufenmenü? Öffne die Karte und weitere Aufträge. Ist klar. Drei Nebenaufträge. Gut, aber ich will das trotzdem mal hier reingucken. Ziele. Drei Baumaschinen. Kaufe Firmengelände 2. Auftrag Expansion. Baumaschinen 66%, Kauf musst du 150.000, ist klar. S, M und L. Kann ich die schon auswählen? Karte auf der linken Seite, okay. L1. No. Zurück. Also, jetzt kann ich hier schalten. Langsam. Ausbaustufen. Fuhrpark. Hier sind meine Fahrzeuge. So, für eine Baumaschine. Für den Kauf der. Okay. Erkennst du an, dass Fahrzeug bereits besetzt ist, eingestiegen werden kann, so kann nicht in nicht transportierte Baumaschinen eingestiegen werden. Zustand repariert. Okay. Einsteigen, einlagern. Einsteigen, einlagern. So, wie repariere ich den denn? Wahrscheinlich muss ich dann. Na gut. So, Profil. Fertigkeiten. Fortschritt. Kampagnen. Weißt du, wie gerne ich lese? Ja. Kampagnen abführen, immer in die Spitze. Okay, Aufträge. Standorte entdeckt, Vermögen 50 Millionen. Sammlerstücke gibt es auch, genau, Fahrzeugklasse. Und die gesamte Platte zu besitzen, natürlich. Mehr Spieler. Ja, das bei den großen Baustellen, da ist das schon ein Problem, allein zu spielen. Firmenerweiterung. Okay. Online. Ja, klar. Karte. Gut. So, zurück. Jobs. So, da waren wir jetzt. Öffne die Karte um. Achso,
Ja, Karte und da kann ich. Ah, hier ist zum Beispiel eine. Ach nee, das ist der Baggerlader, der gehört mir aber nicht, ne? Also das Gute ist, ich kann zumindest schon mal sagen, ich steige Parkanlage 100.000 Gewinn, Dauer 3, Bauabschnitte 5. Hier haben wir dann auch nochmal 100.000 Ansehen, kann ich mir ja schon mal. Okay. Auftrag ansehen, habe ich doch gedrückt. Okay, verstehe ich nicht. Kannst du Option Fahrzeug und reparieren? Gut, Schnellreise. Ja, Schnellreise werde ich nur dann machen, wenn es nicht anders geht. Ich kann jetzt nicht von der einen Stadt zur anderen laufen, um irgendein Werkzeug zu holen oder ein Fahrzeug. Das wird dann sowieso schwierig, ne? Gut, und damit werde ich jetzt diese Folge beenden und bedanke mich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Opa Gamer.